Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Rayman Revolution, heute am 8.5. Und ich stelle fest, irgendwie hat letztes Mal nicht so gespeichert, wie ich es gerne gehabt hätte. Weil, guck mal auf meine Lums, das ist weniger, als ich vorher hatte. Da stimmt was nicht. Ich meine, ich hatte auch alle blaue Lums, mir haben, glaube ich, noch drei von den goldenen gefehlt. Deswegen bin ich gerade tatsächlich etwas irritiert. Aber ist okay, kriegen wir schon irgendwie hin. Jo, wie ich an diese Eier hier drankomme, weiß ich leider immer noch nicht. Was soll ich, wie ich denn einen da... Oh. Ja, genau so war es geplant. Weiß nicht, wie ich das eine kaputt bekommen habe. Vielleicht muss man auch einfach nur es abschießen, während er gerade in der Luft hängt. Was glaube ich eigentlich nicht. Was ich allerdings nicht weiß, ist... Wo hatte ich denn den letzten Lum? Ja, den blauen, meine ich, den Käfig-Lum. War das hier? Oh. Ja, komm, bring mich hoch. Führ mich zum Schotter! Hat funktioniert. Ach so, das muss ich auch nochmal machen. Schön. Ja gut, okay. Aber hat jetzt nicht gespeichert? Das ist total doof. Ja, ja. Ja gut, machen wir eben nochmal fix. Ich dachte, ich kann es eigentlich mal eben schnell das Level beenden, weil es wäre jetzt eigentlich auch mein Plan gewesen. Weil ich eh keinen Plan gehabt hätte, wie ich die Eier kaputt machen kann. Dass ich mal eben schnell, ne, den Parcours zu Ende mache und dann mich schon mal so langsam dran mache, den ganzen Scheiß zu farmen und vor allem den Endgegner kaputt zu machen. Wir haben schon relativ spät, wir haben schon 10 vor 9 abends. Ja, zwei Tage quasi, also zwei Arbeitstage von meinem Urlaub. Wo ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf freue. Wo will der mich hinführen? Hä? Ach so, okay. Wahrscheinlich ist da oben gleich der Bereich, wo ich langlatschen werde. Also ist der nächste, den er mir anzeigt. Die Frage ist nur, wo muss ich denn jetzt hin? Warte mal. Ja, ich war gerade noch eben fix auf dem Rad. Ich war noch nicht duschen, ne? Ich dufte nicht angenehm. Hui! Ah, okay. So. Ist auch scheiße warm geworden, ey. Und zwar richtig warm. So. Ab dafür. Ach so, erstmal wieder klarkommen. Hier auf die Steuerung. Warte. Komm mal, die habe ich schon mal. Nein! Ich lebe noch. Ja, ja. Das geht schon. Nicht. Naja, einen haben wir ja schon mal. Also geht so weiter, wie die letzte Aufnahme aufgehört hat. Ist auch schön. Oder nicht? Sagt nichts Falsches. Aber die Störung ist hier nicht so nölig. Die ist echt so nölig. Das ist unglaublich. Ne, es ist gar nicht der Bereich, wo ich gleich langlaufe, offensichtlich. Was für ein Spaß. Oder ich gehe jetzt gerade nach oben. Das kann natürlich auch sein. Ich habe keine Ahnung. Lasst mich alle in Frieden. So, da ist noch einer. Das weiß ich. Ist da vorne noch einer? Das weiß ich auch vielleicht. Danke. Ui. So, gehen wir jetzt mal hier den normalen Weg, würde ich sagen. Ah, guck mal, da ist noch einer. Ah, da oben ist auch noch einer. Ah, da oben ist auch noch einer. Ah, da oben ist auch noch einer. Ja, aber ich will gerne... Aber ich weiß noch gar nicht, wie ich da angehen soll, um ehrlich zu sein. Ja, da falle ich runter. Das ist Käse. Da falle ich nicht runter. Guck mal. Oh, die machen zack, zack, zack. Zap, zarab. Und du bist ab. So. Nein, nein. Lande irgendwo. Nicht da. Oh. Ups. Gut. Kann man da hoch? Ja, kann man hoch. Ne, der kann man nicht hoch. Entschuldigung, mein Fehler. Alles cool. Ah, guck mal, jetzt ist ja der da oben angezeigt worden. Ist nämlich nicht mehr da. Kurzer Kontrollblick. Es nimmt alles auf. Sehr gut. Ja, bin immer drauf und dran, ne? Meine Dateien so ein bisschen zu sortieren von den Dateien, die ich wiederherstellen konnte. Irgendwie habe ich es geschafft. Ist okay, ist okay. Ist zu. Wow. So, das war, glaube ich, schon mal die schwierigsten. Ja, schon mal. Das war klar. Oh, kaputt. Nee, doch nicht. Noch nicht, noch nicht. Ja, bin jetzt schon, glaube ich, hab immerhin schon mal die Hälfte ungefähr gelöscht. Also ganz stumpf gemacht, einfach nach Dateitypen bin ich gegangen. Ne? Sprich, alles, was ich nicht mehr gebrauchen kann. Da waren ja wirklich alle Installationsdateien von jedem verkackten Programm noch drin, ne? Also irgendwelche Bug-Dateien oder, was weiß ich, was es noch gab. Class-Dateien hatte ich total viele. Ich habe keine Ahnung, was für Dateien sind, aber auf jeden Fall, die habe ich jetzt alle gelöscht. Und so langsam filter ich mich jetzt so daran, nur noch die... Nur noch die Videodateien zu haben, so ein paar Archive, ein paar Dateiorte, wo vielleicht auch noch mal was drin sein kann.
Und vielleicht, vielleicht. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar sehr gering. Aber vielleicht kriege ich es ja doch noch hin, die verlorenen Parts irgendwie euch zugänglich zu machen. Ach, leck mich doch in diesen Sack. So, okay. Einer ist hier irgendwo offensichtlich noch. So, wenn ich den eingesammelt habe. Ist da ein Loch? Da ist kein Loch, okay. Hä? Achso, das sind die Eier. Ja, ist okay. Ja, nee, ist in Ordnung. Fällt mir gerade ein. Das sind ja 4 Stück. Was? Sind ja 4 Eier. Letztes Mal hatte ich ja 1 irgendwie kaputt gemacht. Auch wenn ich keine Ahnung mehr habe, wie es war. Aber egal. Nee, auf jeden Fall so langsam komme ich wieder auf den Stand. Freitag wollte ich ja nochmal schön streamen. Das erste Mal mit dem neuen Rechner. Bin mal gespannt, wie der wird. Ob der so klarkommt und so. Ob der flüssig streamt. Wird sich alles nochmal zeigen. Ah, gut. Das kriegen wir schon hin. Ich bin guter Dinge. Da muss ich nicht hin. Da ist ein Totenkopf. Totenkopf ist meistens nicht so gut. Ah, guck mal, da ist ein Schalter. Aha. Ja. Hi. Ein anderer Schalter war da. Okay, gleich haben wir's. Die Schalter habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Klick. War es jetzt alle, oder? Los, Pferdchen. Ja, da kann ich auf jeden Fall auch mal wieder ein bisschen Filme digitalisieren und so beim Zocken. Ich bin immer mal besser als Zelda. Das ist so kackenschwer, ne, echt. Aber ich liebe es dafür auch ein bisschen. Ich glaube, da kann keiner nachvollziehen, warum ich das Spiel immer wieder versuche. Und immer wieder und immer wieder. Ah, die Tür ist auf, sehr gut. Story habe ich ja schon durch, ne. Es ist nur dieser Endless Fighter Mode und der ist echt die Hölle. Oh, oh. Ah. Oder? Ah! Natürlich dann, hau mal ab da. Nein! Ja? Ist egal, ist egal. Help! Ah, nee, ist vielleicht gar nicht egal, oder? Fällt mir gerade so ein, weil. Eieieiei, was passiert, wenn ich keine Energie mehr habe? Also, die Lumps, die ich gesammelt habe, müssten ja eigentlich gespeichert sein. So viel, glaube ich, zumindest zu wissen. Ich habe übrigens jetzt auch schon mal so ein bisschen wieder eine Planliste erstellt. Für die kommenden Projekte. Sprich für die nächsten Konsolen. Warum? Nee. Sehe ich nicht. Und ich habe wieder angefangen, zumindest erstmal händisch meine mein Spielearchiv wieder zu digitalisieren. Händisch bedeutet, ich habe mir einen Block genommen und habe ein paar Spiele aufgeschrieben. Habe ich aber auch mit beiden gestern erst angefangen. Aber Samstag habe ich ja nochmal schön frei, ist ein Feiertag und dann noch einen Tag arbeiten. Ein Tag, wo nichts los sein wird, weil da jeder Schwanz frei hat. Und da kann ich schön erstmal noch gediegen, irgendwann gegen Mittag Feierabend machen. Wo quasi Schreibtisch aufräumen und so. Oh, da habe ich erstmal 2 Wochen frei. Und meine Fresse, ich werde da so hart aufnehmen. Ich werde da so hart Sachen machen einfach, ne? So, okay. Sorry, ich raff das nicht. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Ich kann nach vorne zeigen, um schneller zu laufen, ne? War das nicht so? Warte mal. Ah, nee, warte. Ah, warte. Ah, 4 gesboost. Okay, alles klar. Stimmt, das habe ich total vergessen. Muss aber überlegen, wie lange das schon her ist, ne? Dass ich letztes Mal auf so einer Rakete geritten bin. Also vor der letzten Aufnahme, wo gemerkt. Nicht kaputt gehen. Okay. Ich weiß niemals, was ich hier mit dem Gerät machen soll, um ehrlich zu sein. Ja, die sind wieder da, die Eier. Eier, wir brauchen Eier. Immer schön rumpupen. Ja? Yes! Okay. Fragst du, was muss ich jetzt tun? Ich habe keine Ahnung. Das war nicht so gut, glaube ich. Gut, okay. Also 100% haben wir in dem Level schon mal. Das ist schon mal sehr beruhigend, wirklich. Da bin ich auch verführt, nicht erstmal einen Endgegner zu machen, sondern erstmal ein bisschen Backtracking zu machen. Man sieht auch, der Magnet oben ist kaputt. Kaputt, der ist aus. Für alle, die es nicht mitbekommen haben sollen, das ist unser Lump-Magnet. Der zeigt uns an, wo die nächsten goldenen Lumps sind. Was super praktisch ist, auf jeden Fall. Ein bisschen das Gerät verliebt. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich weiß wirklich nicht. Muss ich das... Oh, du schaffst das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ja, klappt doch, ne? Wow. Pff. Okay, es war alles auf jeden Fall nicht so geplant.
Soll ich die Rakete in den Rhein jagen, in den Arsch, oder wie ist das? Ich weiß es nicht. Man kann doch irgendwie abspringen. Wahrscheinlich mit der Sprungtaste, aber irgendwie kann man hier abspringen, das weiß ich. Da wäre es fast wieder passiert. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. So. Ich weiß nicht, warum ich dich töten wollen sollte. Tust mir ja nichts eigentlich. Ah, okay. Alles cool, habe ich begriffen. Habe ich schon gewundert, warum da so eine Brücke ist. Hab ich gedacht, da kam ich doch nicht her, oder? Aber einen Schluck trinken hier. Prozent, geil. Entschuldigung. Ach, ich habe natürlich Brand. Ist warm, ich habe auf dem Rad. Ich will es nicht in den Endgegner bekämpfen. Ja, man kann ich von mir jetzt auch gerne machen, aber ich will trotzdem wieder raus. Okay, sollte ich mich an dich erinnern? Das ist die vierte Maske. Ach so, ich bin so dumm. Ah. Golem 13, Bigum, Eorum, Tornados, Retziklus. Keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ich habe keinen, wirklich keinen Plan. Wolke. Hä? Ja. So ein Space Invaders Gedöns. Ach so, nee, ich muss die Wolken eben positionieren und dann passiert irgendwas Cooles. Sag mal. So, ganz knusper, mein Freund. Pack die Scheiße da weg. Ui, Gebieter. Ach du, der Ritter kommt. Okay, die Wolke wird immer größer. Gab es den Endgegner im ersten Teil? Also auf der PlayStation 1? Ich würde fast sagen nein, oder? Achso, die Gewitterwolken kann ich auch da irgendwie. Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich wohl. Oder? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, weg mit dir. Wie viele Wolken muss ich denn da noch? Über 7 Wolken können. Nee, Brücken waren das, ne? Der ist da nicht. Also bisher, noch relativ gediegen. Dreimal muss ich das... Ja, okay. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Dafür, dass ich jetzt das erste Mal getroffen worden bin. Und ihm ungefähr 20 Wolken ins Gesicht geklatscht habe. Jetzt muss ich mir das immer wieder angucken. Wie viel Energie starte ich denn? Gibt ihr mir wenigstens jetzt ein bisschen mehr Energie? Also ganz ohne getroffen zu werden. Nein, zugegebenermaßen muss ich sagen, ich habe mir jetzt gerade überhaupt gar keine Mühe gegeben. Ja, ich weiß, dass das die letzte Maske ist. Ja, halbe Energie ist auf jeden Fall echt in Ordnung. Bla, bla, bla. Ja, ist okay. Ich wette, wenn ich im Kampf bin, verletzen mich die Tornados, ne? Jetzt habe ich mich ja nur noch oben gebumst. Aber es ist schön, mal wieder ein komplettes Level erfüllt zu haben. Und nicht, wo mir ein so ein verkackter Lump fehlt. Ich habe den Lumagnen, den gab es denn bei PlayStation 1? Wie gesagt, ich habe es komplett vergessen irgendwie. Also so ein paar Level konnte ich mich zwar noch erinnern, aber irgendwie... Da merkt man schon, wie nichtssagend ich das Spiel eigentlich fand. Also die Version vor allem. Die ist wirklich deutlich besser, muss man einfach sagen. Auch trotz meiner Meckerei zwischendurch mal immer wieder. Aber das hatte wirklich was mit Frust zu tun, weil ich mir nicht vorstellen konnte, warum ich jetzt auf einmal so schlecht im Spiel geworden bin. Weil ich die PlayStation 1 wieder so gerockt habe für meine Verhältnisse. Ach so, okay, die Gewitterwolken kann ich offensichtlich doch nicht zu ihm bringen, sondern einfach je mehr Wolken es sind, umso dunkler wird die Wolke. Finde ich aber eigentlich ganz nice, dass sie hier noch trotz PlayStation 2 so viele Sprites eingebaut haben und weniger auf Polygone gesetzt haben. Ah, in der Nase, Entschuldigung. Aber die Allergie macht mich echt fertig. Der hat sich nicht mehr bewegt, da ich wollte. Number one. Poppy Elden, number one. Jawohl. Alter! Ist nur ganz knusper. Ich brauche Wolken. Wolken brauche ich. Okay, die kommen auch immer schnell. Wolken. Alter, das ist die zweite Stufe, ey.
Ja, ja, die kriege ich auch noch. Da ist der nächste. Wo ist der Deinhard? Ja. Ich habe immer das Gefühl, als würde die. Als würde die Steuerung immer ein bisschen träger werden. Entschuldigung. Wie gesagt, das ist die Allergie. Nächstes Jahr schlägt es sich auch echt so ein bisschen auf meinen Hals aus und so. Also ich glaube, so schlimm, so viele Beschwerden, allergietechnisch, wobei es ein Witz ist, im Gegensatz zu vielen anderen, was die da, wo die sich umklagen müssen. Aber dieser ist auf jeden Fall für meine Verhältnisse schon sehr heftig. Ich sehe Blitz auch mal bei denen ankommen, ja, ganz schön lange Leitung offensichtlich. Hey, Hilfe. What the fuck is this? Da, ich komme nicht mehr runter. Okay, das war eine gute Sache, dass ich runterkam auf jeden Fall. Habe ich dich jetzt noch dahin gebumst? Nee, ne? Hör auf da. Superman! Wie geil, der mich einfach nicht trifft, ne? Obwohl seine Faust eindeutig in meinem Gesicht war. Au! Ja, immerhin schon mal eine Wolke. Bleiben nur noch 12. Ach, schön. 3. Wo sind denn die Wolken hin, sag mal? Wo muss ich jetzt genau ziehen, dass ich auch sein Gesicht treffe? Die Wolken hauen einfach ab. Ich werde nicht mehr. Ja, schon wieder daneben. Ich raff's wirklich nicht, sorry. Ich könnte zwar aufladen, ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Ja, die ist jetzt voll durch ihn durchgeflogen. Hallo. Ach, da hinten sammelt die sich jetzt. Ah, okay. Ich verstehe. Hitler ist aus dem Weg. Gratuliere. Ui. Ja, welches Spiel das wisst ihr ja wohl, oder? Wenn nicht, dann seid ihr schlecht. Ui, ui, ui. Ihr habt jetzt alle gezimmert. Schön. Ja, ich will den Tag zwar nicht vor den Abend loben, ne? Aber auch hier, in diesem Fall, zumindest in diesem Spiel bisher, da fehlt auf jeden Fall noch einer. Aber Bosskämpfe viel zu leicht. Also zu leicht und zu lang. Yo, die Motherfucker! Ich hatte gerade ein bisschen Angst, weil noch der Helikopter zu hören war. Und letztes Mal, als es war, so war, ist das Spiel abgestürzt. Hust, hust.